The Last of Us spielt in einer nahen Zukunft, in der ein Pilz die Menschheit beinahe ausgerottet hat. Die Befallenen mutieren zu angriffslustigen Bestien mit ekligen Wucherungen, während die Städte in Quarantänezonen eingeteilt werden, in denen sich verwahrloste Überlebende verstecken und um ihr Überleben kämpfen. Der erfahrene Kämpfer Joel hat es sich in dieser Endzeitwelt zur Aufgabe gemacht, die kleine Ellie quer durch die Überbleibsel der Vereinigten Staaten von Amerika zu eskortieren. Die Welt, die das Duo dabei entdeckt, ist wunderschön und schockierend zugleich. Gerade einmal 20 Jahre haben ausgereicht, um aus den einstigen Asphaltdschungeln der Städte einen richtigen Dschungel zu machen. Die Natur erobert sich die Flächen von der Zivilisation zurück. Die Technik von The Last of Us basiert auf der Uncharted Engine für realistische Urwaldatmosphäre und beeindruckende Umgebungseffekte, wie etwa das äußerst realistische Wasser, ist also bestens gesorgt. Technik ist natürlich nicht alles. Man braucht auch einen fähigen Game Director, um ein spannendes Spiel auf die Beine zu stellen. Bei The Last of Us fällt diese Aufgabe Bruce Straley zu, der schon mit dem phänomenalen Uncharted 2 gezeigt hat, dass er zu den ganz Großen auf diesem Gebiet gehört. Bruce ist übrigens der Herr hier auf der rechten Seite. Hier nähern sich Joel und Ellie einem verfallenen Hotel, in dem sich Plünderer herumtreiben und alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Durch einen Schuss aufgeschreckt, verfallen sie in Kampflaune und verschanzen sich in den Zimmern des Hotels. Obwohl das Deckungssystem an Uncharted erinnert, ist ein offener Kampf so ziemlich das Letzte, was man in The Last of Us gebrauchen kann, denn Munition ist rar gesät. Die Widersacher sind sogar so sehr auf Zack, dass sie die Schüsse zählen, die Joel aus seinem Revolver abgegeben hat. Und beim verräterischen Klick der leeren Trommel wagen sie sich schließlich mit höhnischen Kommentaren aus der Deckung. Im Spiel gibt es auch ein recht simples Crafting-System, das zum Beispiel durch die Kombination mehrerer gesammelter Objekte die Herstellung von Molotow-Cocktails erlaubt. Wohl bekomm's! Die Dynamik der Kämpfe, die beeindruckende Endzeitkulisse und die tolle KI machen The Last of Us zu einem ganz heißen Hit-Anwärter. Gerade durch die düstere Grundstimmung und das ständige Gefühl der Bedrohung kommt eine wunderbar beklemmende Atmosphäre auf.